Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute machen wir was ganz, ganz Besonderes. Heute begleiten wir Stefan vom Tiernotruf. Wir werden heute mit Stefan den ganzen Tag unterwegs sein und verschiedene Tierarten retten, verschiedene Einsätze haben. Und es wird sehr, sehr interessant, welche Tiere wir heute retten, was für Einsätze wir reinbekommen. Und da nehmen wir euch heute den ganzen Tag mit. Und jetzt gleich treffen wir Stefan. Wir sind jetzt hier schon bei seiner Halle. Das ist hier sein Auto. Ist hier noch ganz gut beschriftet, Tiernotruf. Und wir gehen jetzt erstmal rein. Stimmt, Canelo ist auch da. Canelo, du unterstützt mich bei jeder Sache, ne? Du unterstützt mich bei jeder Sache. Dafür will ich dir erstmal danken. Und natürlich, Leute, ihr unterstützt mich auch. Danke auch, viel Liebe an euch. Also, so Freunde, wir sind jetzt angekommen hier in der Halle von Stefan. Da ist auch der liebe Mann. Stefan, alles klar? Hi. Geht's dir gut? Ja, und dir? Alles gut. Danke, dass ich dabei sein darf. Gerne. Jetzt nochmal, stelle ich mal meinen Zuschauern vor, wer bist du und was machst du? Genau. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Bröckling. Ich bin vom Tiernotruf in Düsseldorf und habe den Verein gegründet 2016. Seit 2015 gibt es den Tiernotruf. Da war das noch so eine private Ein-Mann-Initiative. Und mittlerweile sind wir seit fast 9 Jahren am Start. Und ich rette jede Menge Tiere, die sonst niemand retten kann. Das heißt, ich werde oft, oder wir werden oft gerufen, wenn ich sag mal, die Feuerwehr vorher schon da war oder andere Tierretter und nicht weitergekommen sind. Und dann haben wir da so entsprechende Technik, die wir dann aufbauen können, um Tieren zu helfen. Das kann man auch noch mal später, glaube ich, im Detail erläutern. Es ist eine ganze Menge Technik, die wir hier haben und dafür auch dieses Lager. Ich habe auch eine ganze Menge immer im Auto dabei. Super. Freunde, ihr habt es gehört. Das ist der liebe Stefan, der Tiere rettet. Und ihr könnt euch ja gerne ein Vorbild nehmen. Und wir sind jetzt hier bei deiner Halle. Magst du uns mal kurz rumführen? Ja, ich zeige dir mal ein bisschen was. Also hier zum Beispiel unsere Arbeitsbühne. Das ist so eine 17 Meter Kettenarbeitsbühne, also da kann ich bis auf 17 Meter Höhe mit arbeiten. Mhm. Vorteil ist, ich kann die auf 80 cm zusammenfahren, unten die Ketten. Wenn du dann den Korb abnimmst, passt die durch die Tür dadurch. Mhm. Das heißt, ich komme in jeden Garten rein, wo es ein Gartentor gibt. Die ist dann geländegängig und wiegt auch nicht so viel. Also die wiegt knapp etwas über 2 Tonnen. Das heißt, die kannst du auch an Orten aufstellen, wo jetzt so ein Feuerwehrleiterwagen vielleicht nicht kann. Und ich kann auch eben dann eben damit an Stellen auch fahren, wo ein Feuerwehr mit dem Leiterwagen gar nicht hinkommt. Und mit was kann man da am besten, also mit was rettest du die Tiere? Also damit habe ich vor kurzem Tauben aus dem Netz geholt, die so in 12 Meter Höhe im Netz festhingen, also beziehungsweise dahinter waren. Die sind einfach von den Leuten, die das Netz gebaut haben, einfach dahinter eingeschlossen worden. Wir haben damit schon Katzen vom Baum geholt, die also mit Klettern nicht zu retten waren, zum Beispiel, weil der Baum zu schmal war oder teilweise auch morsch war und man da eben nicht draufklettern konnte. Natürlich nur welche, die nicht von selber runterkommen. Ja, es gibt auch welche, die kommen von selber runter, aber wir reden jetzt hier von Katzen, die wirklich dann seit Tagen da oben sind. Dem Notzustand sind. Ja. Na, wo auch oft die Feuerwehr vorher schon ein paar Mal da war. Ne? Und dann entweder mit Arbeitsbühne oder Klettern. Ja, Schlauchboote habe ich verschiedene. Na, auch im Auto habe ich immer ein Schlauchboot dabei. Hier ist ein Schlauchboot, das ist ein Kunststoffboot. Wenn du mal im Flachwasser bist, dann kann es ja sein, dass du mit dem Schlauchboot da irgendwie Grundberührung immer hast. Ja. Das ist ein Kunststoffboot dann besser, weil das halt viel mehr aushält. Das da ist so eine Spezialleiter. Die wird eigentlich von der GSG 9 und ähnlichen verwendet. Okay. Ja, das ist eine Carbonleiter, damit enterst du eigentlich Schiffe. Okay, zum krass. Beispiel, also so Kampftaucher und so. Und die ist halt bei der Bundeswehr ausgemustert worden. Die hat mir jemand kostenlos zur Verfügung gestellt. Kostet, glaube ich, eigentlich 5-stellig. Krass. Ja, und ist aber, wie gesagt, ausgemustert worden. Und die nehmen wir jetzt für Klettereinsätze, wenn du zum Beispiel an Bäumen keine Äste hast oder so. Ja, kommst du damit auch ein bisschen schneller hoch. Hier haben wir noch ein Boot. Ja, das ist unser Einsatzboot mit 60 PS Motor. Mhm. Das kommt dann eher so auf dem Rhein oder so zum Einsatz. Also bei Hochwasser zum Beispiel kam das schon zum Einsatz. Da haben wir Tiere mitgerettet im Hochwasser. Das hier ist die etwas mobilere Variante. Das ist so ein Elektro-Surfboard. Das hier ist der Akku. Das ist das Board. Das hat auch so um die 15 PS. Damit kannst du also durchaus schon mit... ich sag mal so, der Hersteller sagt mit 55 Sachen übers Wasser düsen. Ich bei meinem Gewicht komme auch noch so auf, ich glaube 44 war mal das Schnellste. Krass. Das nutze ich dann, da mache ich vorne so einen Schlauch drauf. Mhm. Hier, so einen, den gelben da zum Beispiel. Ja. Der wird dann mit Spanngurten draufgespannt. Und dann fahre ich damit los und sammle Tiere auf dem Wasser ein, also Wasservögel, die zum Beispiel einen gebrochenen Flügel haben. Du brauchst das bis vor kurzem dafür, zum Beispiel auf dem Rhein Führerschein, ne? Weil du auf dem Rhein nur bis 5 PS fahren durftest. Und dann brauchst du wirklich einen Sportbootführerschein für. Krass. Mittlerweile haben die das jetzt vor einiger Zeit geändert. Jetzt darfst du auch mit 15 PS auf dem Rhein ohne Führerschein. Ja, aber das hier zum Beispiel, das Baby, dafür brauchst du auch einen Führerschein. Genauso wie hier unsere neue Wärmebilddrohne. Ja, dafür musst du dann auch einen Drohnenführerschein machen, den großen.
Die habe ich jetzt gerade erst angeschafft. Also die war tatsächlich noch nicht in der Luft, die ist erst seit vorletzter Woche da. Mhm. Führerschein habe ich. Was genau ist das? Das ist eine Wärmebilddrohne. Damit kann ich halt, ich sag mal, Tiere aus der Luft sehen. Mhm. Ne, die, also meistens wird sowas verwendet im Tierschutz für Rehkitzrettung. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ein Feld gemäht wird oder eine Wiese gemäht wird, dann fliegen halt Leute vorher mit so einer Wärmebilddrohne oben drüber und dann sehen die, wenn da ein Rehkitz sitzt. Weil Rehkitze, die sind, also die Eltern kommen zweimal am Tag zum Rehkitz. Mhm. Ne, und ansonsten sitzt das da irgendwo und wartet auf die Mutter und bewegt sich aber nicht. Mhm. Ne, also es geht nicht weg. Die haben eher so einen Reflex, wenn irgendwie Gefahr ist, ducken die sich. Mhm. So, kommt jetzt der Mähdrescher. Dann ducken die sich weg und dann werden die zerhäckselt. Mhm. Ich habe ultra viele Rehkitze durch Mähdrescher und ähnliche. Mhm. Ne? Und es gibt mittlerweile aber sehr viele Rehkitzretter in Deutschland. Also es sind durchaus viele Vereine, die sich da gegründet haben. Und die haben alle halt so ein oder so ein ähnliches Gerät. Weil du siehst damit im frühen Morgen, also bei Sonnenschein funktioniert es nicht so gut, aber im frühen Morgen siehst du damit einfach ein Tier, das leuchtet, weil die Wärme halt ja, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Ja, ja, das also ist die auch, Wärme wird benutzt auch oft die Polizei, oder? Genau, genau. Ne? Ich habe das in erster Linie angeschafft, wenn ich Hunde habe, die in Deutschland unterwegs sind, aber nicht in eine Falle gehen, mhm. die ich dann mit meiner speziellen Technik einfangen muss, dann möchte ich damit rauskriegen, wenn die an der Futterstelle sind, dann kriege ich über eine Mobilfunkkamera ein Video, dann weiß ich, die sind jetzt da. Mhm. Und dann möchte ich da irgendwie einfach 100 Meter weiter stehen, das Ding in die Luft setzen, 100 Meter oben drüber fliegen und dann gucken, wo gehen die hinterhin. Ja, klar. Vielleicht kommt der ja irgendwo an irgendeiner Stelle vorbei, wo man den vielleicht viel besser einfangen kann. Ja. Ne? Darum geht es mir in erster Linie dabei. Alles andere, denke ich, wird sich ergeben. Aber in erster Linie angeschafft eben für die Sicherung von Hunden. Also einfach, um Informationen zu bekommen, wo kommen die her, wo gehen die hin. Super. Ne? Was haben wir hier? Ja, das ist so meine Bastelecke. Also ich habe zum Beispiel verschiedene ferngesteuerte Autos. Und mhm. das hier ist so, ja, noch ein Prototyp-Stadium. Das ist eigentlich so ein Fahrzeug, damit kannst du dann in, sagen wir mal, in engere Räumlichkeiten reinfahren, wo du so vielleicht nicht reingehen kannst. Mhm. Und da ist dann hier so eine drehschwenkbare Kamera. Die Kamera ist gerade nicht montiert. Ne? Und dann kann ich halt so genau, mit der Videobrille gucken, was ist da. Also wir haben zum Beispiel, als ich mal Nutrias aus der Kanalisation gerettet habe, da haben wir auch ein ferngesteuertes Auto verwendet, um das Tier aus dem Kanal zu bekommen, der nach hinten zu war. Also ich konnte selber nicht reinkriegen, der war nur so. Mhm. Aber so ein Auto in der Größe passte gerade rein, damit haben wir das Tier rausgekriegt. Nicht mit dem, aber danach habe ich das hier angeschafft. Ist noch, wie gesagt, so mit der Kamera im Prototypen-Stadium. Ja. Das hier ist auch eigentlich ein Spielzeug, wenn man so will. Also dieser Bagger, der hat hier eine Kamera, eine Funkkamera. Also das alles mit einer Videobrille gekoppelt, mit einer großen Reichweite. Hier eine dreh- und schwenkbare Kamera, die kann also auch nach hinten gucken. Mhm. Also ich habe hier einmal den Überblick über diesen ganzen Bagger und hier sehe ich dann halt diese Schaufel. Und damit könnte ich dann zum Beispiel, ist relativ neu noch, habe ich noch nicht eingesetzt, ist erst vor kurzem fertig geworden. Damit könnte ich dann zum Beispiel auch in irgendeinen Brückenspalt oder so reinfahren, wenn da kommt relativ häufig vor, dass Tauben irgendwie so in Brückenspalten brüten. Ja. Und dann sagt irgendwie die Autobahn GmbH, die müssen jetzt da raus. Wir müssen Netze davor machen oder Gitter davor machen und manchmal gibt es einfach Stellen, da kommst du nicht dran, ne? weil du da nicht reinkriechen kannst oder so. Da würde ich dann mit diesem Ding reinfahren, kann über die Videobrille genau sehen, was Sache ist. Und kannst solange super greifen. Die sich selber noch nicht bewegen können, kann ich die mit diesem Greifer hier ganz vorsichtig aus dem Nest heben. Dann haben die auch noch die Augen zu, wenn die gerade frisch geschlüpft sind, haben die noch ein paar Tage die Augen zu. Und dann kannst du sie einfach so rausgreifen und rausfahren. So, du hast uns jetzt deine Halle gezeigt, deine sogenannte Werkstatt. Sehr interessant. War auf jeden Fall sehr erfreut, das alles mitzubekommen. Jetzt haben wir einen Einsatz, glaube ich, oder? Okay. Was machen wir? Jetzt fahren wir erst zu einer Taube, die verbundene Füße hat. Also da sind an dieser Stelle zwei Tauben. Eine hat eine große Fleischwunde, der geht es wohl sehr schlecht. Mhm. Die andere hat die Füße zusammengebunden. Das ist bei Tauben oft so, dass die laufen ja am Boden rum und suchen nach Nahrung und die haben halt ganz schuppige Beine und da verheddern sich dann Haare drin oder auch so Sachen, die wir aus Textilien hier sehen, die einfach runterfallen. Und da schnüren die sich dann teilweise die Zehen oder die ganzen Füße mit ab. Also ich habe auch schon Tauben eingefangen, die hatten gar keine Füße mehr. Okay, die sind auf zwei Stunden gehüpft. Und da ist eben auch eine schwer betroffen. Da fahren wir mal hin, da war ich schon mal, da war sie nicht da. Wir hoffen, dass sie jetzt gleich da ist. Danach fahren wir zu einer Ente, eine sogenannte Warzenente. Die sitzt auf einem Gewässer. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fließgewässer ist oder ein Stehgewässer, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Und die ist wohl ausgesetzt worden oder eben geflüchtet, aber es ist halt ein Haustier, sitzt da ganz alleine und da versuchen wir auch mal, ob wir die einfangen können. Da hätte ich Platz für in so einer Wildvogelstation. Okay. Dafür kriegst du genau diesen Trockenanzug. Also wenn wir dann die Ente finden, dann muss ich im See springen, oder? Nein, nicht zwangsläufig. Also normalerweise versuche ich die erstmal von Hand zu fangen mit Anfüttern. Wenn das nicht klappt, dann könnte ich die zum Beispiel mit der Netgun sichern. Das ist so ein Druckluftnetz, damit fange ich sehr viele Tiere. Das kann ich mal ganz kurz zeigen, das wäre hier. Ich habe da mehrere von, die sind aber alle kaputt.
Die Heile habe ich im Auto. Da kommt hier so ein Netz rein. Und dann kommt hinten so eine CO2-Patrone hier rein. Und dann kannst du so auf so 3 bis 7 Meter ungefähr kannst du damit Tiere auf die Distanz sichern. Dazwischen ist dann noch eine Leine, dass du so ein Tier dann auch ranziehen kannst oder auch, dass so ein Vogel nicht mit dem Netz abhaut. Ich habe schon mal einen Storch nur an den Beinen getroffen, der wäre mit dem Netz weggeflogen ohne diese Leine. Das darf man auf keinen Fall machen, die ist auch vom Hersteller nicht vorgesehen, die muss man also selber dran bauen. Und damit könnte man die Ente dann gegebenenfalls fangen. Aber bei solchen Einsätzen kann es durchaus vorkommen, dass du entweder ins Wasser fällst oder, was auch vorkommen kann, ist, das Tier ist nicht richtig im Netz drin, sondern nur irgendwie so an der Ecke und dann schmeiße ich mich einfach drauf. Ob du dann tatsächlich dich auch drauf schmeißen musst oder so, also dass wir das zu zweit machen, eher unrealistisch. Ja, unrealistisch. Einfach für dich mal so einen Anzug mit, weil glaub mir, es ist viel angenehmer, wenn du dich mit einem Trockenanzug ins Wasser wirfst bei den Temperaturen. Also mit den Klamotten. Genau, weil es ist auch so, du kannst dich dann auf den Einsatz konzentrieren. Ich fange zum Beispiel Schwäne zu 80% damit, dass ich Körner ins Flachwasser werfe, dann gehen die mit dem Kopf runter und fressen. Die bleiben relativ lange unten, im Gegensatz zu Gänsen, die bleiben nicht so lange unten. Ne? Aber die bleiben ganz lange mit dem Kopf unter Wasser und dann springst du einfach drauf. Dann kannst du sie unter den Arm packen und so fange ich eigentlich 80% der Schwäne. Und das habe ich früher ohne Trockenanzug gemacht, aber gerade bei so einem Wetter, da überlegst du dir, ist das jetzt der richtige Moment, mache ich mich jetzt nass? Bis danach von oben bis unten, alles ist durch, das ist ja auch total unangenehm und dann hast du einfach den Kopf nicht frei. Trockenanzug, denkst du gar nicht drüber nach, sondern richtiger Moment, du springst einfach. Ja, juckt dich da nicht. Super. Ja, okay. Gut. So Freunde, für den passenden Einsatz brauche ich natürlich die passende Jacke. Die habe ich natürlich hier vorbereitet, beziehungsweise hat mir Stefan vorbereitet. Die habe ich hier. Jetzt nehmen wir schön die Jacke an. Boah, hält schön warm. Sag mal bitte ehrlich, wie sehe ich aus? Schreibt mal in die Kommentare von 1 bis 10, wie sehe ich aus. Ich würde sagen, die steht mir. Und ja, ich bin bereit. Okay. Wobei, es sollen 2 Tauben jetzt sein. Meldung bei einer, jetzt soll eine 2. dazugekommen sein. Und wir wurden gerufen, weil eine Ente irgendwie ausgesetzt worden ist. Mal gucken, vielleicht finden wir sie, ich hoffe. Kann die beißen? Ja. Ja? Ansonsten müssen wir mit der Netz ran, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Nur wenn es sein muss.